Doch, also ich würde garantiert auf mein eigenes Arschloch tippen. 100%. Selbst wenn es nur Nahaufnahmen von lauter Arschlöchern sind? Ja. Niemals, komm schon. Aber sicher, ich könnte sogar deins erkennen. Jeder Arsch hat ein Gesicht, ein Arschgesicht. Hey, Mamas, wo geht's hin? In den BH-Laden? Ich wette, ihr habt so pralle Möpse, weil ihr so viele Babys habt. Hallo, wie bitte? So könnt ihr doch nicht mit uns reden. Ja, wir sind Erwachsene. Woher wissen die, dass wir BHs kaufen? Wieso kommt ihr nicht her und lasst mich mal anfassen? Die einzige Möglichkeit, dass du in Kontakt mit diesen Brüsten kommst, ist, wenn sie dich zufällig berühren, während ich dich Zwerg per Slamdunk in die Hölle schicke. Also ihr wollt spielen? Na dann los! Und sag ihr, ich komm später vorbei, um ihr das Hirn rauszuvögeln. Was sagt ihr dazu, ha? Huh? Allerseits. Wir öffnen in 5 Minuten. Unser Angebot diese Woche ist der Anis-Chiron. Aber denken Sie an das Limit von 3 Chirons pro Kunde. Und bitte haben Sie Verständnis. Danke. Ich bin gar nicht so der große Macarons-Anhänger und Chirons sind eben so, naja, Glückssache einfach. Aber die Kombination ist zu früh. Warte, nur nett sein. Okay, das wären dann 28,45. Hier ist meine Korbkarte. Ich stelle gerade fest, du hast noch gar keine Arbeitsstunden abgeleistet. Sammel die Stunden einfach. Ich reiß die dann am Stück runter. Okay, aber heute ist die letzte Möglichkeit, deine Schuld zu begleichen, denn dann endet der Mondzyklus. Ich kann heute echt nicht. Könnte ich mal den Manager sprechen? Uns fällt bestimmt eine Lösung ein. Klar, ich... einen Moment bitte. Hi, wir haben hier ein kleines Problem. Ja? Hi. Lori, ich habe bisher noch keine Stunden abgeleistet. Und ich habe heute einen wirklich anstrengenden Arzttermin in Long Island. Und es gibt dort etwas, das wichtiger ist als unsere Bioprodukte. Für das Privileg einer Mitgliedschaft opferst du der Organisation 6 Stunden. Du kooperierst. Ich bin voll dafür. Nur dummerweise ist auch heute der letztmögliche Tag für diese... Prozedur. Tja, entweder arbeitest du heute deine Stunden ab oder du wirst aus dem Laden verbannt, solange dein Körper lebt. Deine Entscheidung. Da ist sie ja. Ach, wunderschön. Ich meine, echt. Wow, sieht gut aus. Hat sich voll gelohnt. Ach, ich liebe deine Leggings. Und deine Beine. Und dein Po. Lieb von dir. Sehr knackig. Du hast meinen Tag gerettet. Willst du vielleicht einen Churron? Ja, gerne. Tschüss, Anstehfreundin. Voll nett. Ganz okay. Ich hätte es noch gegessen. Okay, jetzt zur Sache. Was Geschäftliches. Ja. Du weißt, dass ich jetzt in dieser Bio-Koop bin. Oh ja, deine Mahlzeiten haben mir den gesündesten Stuhlgang überhaupt beschert. So wie abgesetzt, makellos. Abgesetzt, makellos. Also ich habe da leider noch keine Schicht gearbeitet und ich musste heute hin. Und du weißt, ich würde gern, aber... Du hast einen Arzttermin. Will nicht drüber nachdenken. Lifestyle. Oh, hätte ich fast vergessen. Oh ja, Bingo Bronson. Oh, mein Süßer. Eins ist mal klar, wir drei brauchen meine Mitgliedschaft. Du musst also meine Schicht übernehmen. Ich kann für dich einspringen. Aber hier ist der Haken. Nicht für mich, als mich.
Mitglieder können keine Schichten tauschen, also wenn du da hingehst, musst du ich sein. Wie soll das funktionieren? Naja, bisher kennt mich keiner. Ich habe noch kein einziges Mal da gearbeitet. Aber du musst deine Sache gut machen, damit keiner den Unterschied merkt, wenn ich dann doch mal komme. Also ich würde gern mal einen Tag in deine Schuhe schlüpfen. Das stelle ich mir lustig vor und sehr einfach. Nicht wirklich in meine Schuhe. Ich habe kleine Füße und ja, du... Ja, schon klar. Okay, beenden wir voll das Thema. Voll der Elefant! Mehr, 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 mehr! Yo, Queen. Yo, Queen. Yo, Queen. Yo, oh. Nochmal, yo, Queen. Yo, Queen. Ich mach dir den Hasen. Ich mach dir den Hasen. Schicke Muschi pushen. Schicke Muschi pushen. Ich liebe dich, Abby. Ich liebe dich, Abby. Hey. Oh. Los jetzt. Gut so, gleich hast du's. Gut so, gleich hast du's. Geht ab, meine Muschi-Puschen. Mami Lani hat heute richtig gute Laune. Frauenpower rules. Respekt, Leute. Lincoln, hey. Da-da-da-da. Mein Lincoln Town Car. Aber das ist doch ein Prius, oder? Ja, aber ich nenne es so, weil mein Name Lincoln ist. Und ich fahre das Ding in der Stadt. Kapiert? Alles okay? Entschuldige, ich bin irgendwie voll nervös. Ich auch. Wirklich? Aber wegen was anderem. Da hinten ist Nervennahrung. Bio-Beefy, verschiedene Fruchtschnitten, Kekse und eine Nussmischung. Ich habe gerade keinen Hunger. Ich werde niemals verstehen, warum Leute das sagen. Aber ich habe es geahnt. Deshalb habe ich Heimi gebeten, dir einen Lebkuchen-Jointmann zu basteln. Oh, wie toll. Mit echtem Honig. Obwohl ich dachte, dass ein lustiges Männchen wahrscheinlich reichen würde, habe ich vorsorglich noch eins in petto. Oh, jetzt geht's mir halbwegs fast schon wieder gut. Ilana Wexler? Kier. Wunderbar. Jemand hat sich im Waschraum seine Dreadlocks ausgekämmt. Feg doch bitte als erstes die Haarwischel zusammen. Weißt du was, Martha? Ich heiße Christy. Ganz genau. Ich habe das Gefühl, du verstehst mich. Und warum? Weil du eine Queen bist. Und wer ist hier noch eine Queen? Sie ist eine Queen. Und wir Queens gehen niemals in irgendein schmutziges Bad und räumen da irgendwelche Dreadlocks weg. Yo, Phil? Willst du eine andere Aufgabe? Yo, yo, yo. Okay, dann hilf doch einfach Craig beim Auffüllen der Müslibehälter. Okay, Craig. Seit wann knabberst du an deinen Nägeln? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie nervös. Du musst dich beruhigen. Ich brauche dich heute. Oh Gott. Ilana, was machst du da? Das ist gefährlich. Gefängnisse sind sicher, aber so sicher auch nicht. Das hat mich ganz fest. Komm schon, wenn du nicht kuscheln willst, dann lass mich ansteuern und leck mich einfach. Was, bist du verrückt? Wie soll denn das überhaupt gehen? Nimm die Hand, was? Ist mir doch egal. Hauptsache, du besorgst es mir endlich. Aber ich fahre! Ich meine ja nur, irgendwann sind wir wahrscheinlich alle irgendwie ein bisschen lesbisch oder schwul oder so. Hä? Sexualität umfasst ein weites Spektrum. Also wir sind nur Tänzer in der Nacht. Wir sind Ausschnitte. Schufes Ted! Schufes Ted, Bro! Scharfes Tattoo. Danke. Ist inspiriert von einem Bukowski-Gedicht. Ist selbst entworfen. Das ist von dir? Ja. Ich bin Künstler. Ich meine, leben kann ich davon nicht. Das ist abgefahren, Mir. Mir, meine Freundin, die ist auch Künstlerin und die kann auch nicht davon leben, das kenne ich. Also von ihr, ihr Name ist Abby. Oh, cool. Und was macht sie? Ich würde sagen, sie ist hauptsächlich Illustratorin. Ich kann dir sogar was zeigen. Das hat sie mir geschickt. Sie arbeitet gerade an dieser neuen Serie. Wo sind sie jetzt? Mhm. Da geht's um typische Spielzeuge und so Kram aus den 90ern, die jetzt irgendwelche Bürojobs machen. Die sind geil, voll mein Ding. Wirklich? Ja.
Ja, das habe ich gewusst. Denn Abby ist so eine Art unentdecktes Genie mit einem sehr geilen Arsch. Ja. Martha! Ich heiße Christy und das ist nicht witzig. Respekt vor dem Gemüse, Dude. Hat Abby eigentlich Kunst studiert? Was machst du da? Abby schnuppern. Vielen Dank, mein süßer Lincoln. Danke, dass du mich beruhigt hast. Du hast es mir ermöglicht zu reifen und mit Mut nach vorne zu blicken. Ilana Wexler? Nein, Wanne und Scherz, sei nicht so leichtgläubig. Und danke nochmal an deine Mom, dass sie mir die Coach-Tasche besorgt hat. Ich kriege ständig Komplimente dafür. Sie weiß echt, wo man hin muss. Sieht die nicht total echt aus? Ist das ein Witz? Mhm. Und einen hätte ich noch. Abby ist unglaublich willensstark und voller Energie. Einen ganzen Sommer lang ist sie Fisch mal bei deren Tour hinterhergereist und hat Pilze verkauft. Ist nicht wahr. Ich bin auch Fischfan. Ich auch. Ich auch. Set the gear shift to the high gear of your soul. Run like an antelope out of control. Yeah. Bist du auch Fischfan? Nein, ich bin keiner. Abby ist Fan. Ich kenne nur die eine Zeile. Bium. Du bist immer noch gestresst. Willst du ein bisschen Dampf ablassen? Also, ich bin ja theoretisch Abby, also wenn wir rummachen, dann ist das fast wie ein Dreier. Um ehrlich zu sein, versuche ich mich schon den ganzen Tag zu überwinden, dir was zu sagen. Das ist echt schwer. Ich hatte was mit einer anderen. Das war's. Das war's. Wir kennen uns kaum, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht so aufdringlich. Aber ich habe gedacht, ob es vielleicht möglich wäre, dass du für mich ein Date klar machst mit Abby. Ich habe das Gefühl, sie ist richtig cool. Ich würde voll gern mit dir ausgehen. Was? Nein, ich meinte deine Freundin. Nein, schon klar, das war so ein Ich-Sie. Ihr werdet so geil zusammen, so Ihr beide so super feucht. Dann Erdgeschoss. Da geht's voll ab, wie Arsch auf Eimer, hä? Huh? War ich das etwa? Also du willst mir erzählen, sie hat dich gewichst und das 8 Minuten lang und welches Öl war das? Mandelöl. Oh. Und dann hast du sie von hinten gefickt und wer war zuerst fertig? Ich kann mich nicht... Sag es mir! Sie zuerst. Und als ihr dann Löffelchen gemacht und YouTube-Videos von lustigen Versprechern gesehen habt, wer war da welcher Löffel? Ich war der kleine Löffel! Das ist so verdammt geil! Fuck-Gedenke! Also das hätte ich jetzt fast falsch verstanden. Danke, dass du mir das erzählt hast. Puh, wir sind die modernen Will und Jada. Wir sind aufgeschlossene Sexfreunde. Wir sind Poly. Wir sind Bi. Bin ich Bi? Du hast recht. Woher soll ich das wissen, wenn ich es noch gar nicht ausprobiert habe? Ehrlich, ich war dir noch nie näher als heute. Du bist ein verdammter König. Wie wär's, wenn wir sie zu einem Dreier verführen? Man darf andere Menschen nicht benutzen, um Sex zu kriegen, Ilana. Wow. Das habe ich schon von so vielen Frauen gehört. Aber wenn du das sagst, versteh ich's endlich. Okay, Schwanzkuss. Ja.
Wie, jetzt alle Pornos sind Kinderpornos? Im Grunde ist alles im Netz Porno. Es ist quasi überall. Ich denke, das Zeug wird bald direkt in unser Hirn reingesendet. App. Lincoln hat's mit einer anderen getrieben. Sie hat ihm zuerst mit Mandelöl einen runtergeholt. 8 Minuten fest zugedrückt und langsam. Du musst gehen, Dude, los. Ich hab da diesen Typen kennengelernt. Und das ist kompliziert hier. Ist das etwa Abby? Ja, das ist meine Freundin Abby. Ab, das ist Craig. Ein Kerl. Hi, ich bin Abby. Ich liebe Möpse. Meine Familie entstammt einer langen Reihe eingeborener Juden. Ilana hat mir viel von dir erzählt. Wir haben eine Menge gemeinsam. Bei drei sagen wir unser Top-Fish-Album. 1, 2, 3. Rift. Sorry, da muss ich rangehen. Hallo? Das ist meine Ärztin mit den Befunden. Was? Nein, ich brauche keine Schamlippenverkleinerung. Ich wollte mich doch nur informieren. Ich werde Beschwerde einlegen. Sie überschreiten hier ihre Kompetenzen. Hey, von der Beschreibung her war Abby perfekt. Aber optisch ist sie nicht mein Typ. Ich stehe auf Frauen mit Arsch. Auf mich, nimm mich. Ich habe echt viel Arsch. Okay, komm mit. Ich habe nur vorgegeben, ich wäre Ilana. Ich bin eigentlich Abby. Hi. Wie, was? All die Geschichten vorhin über Abby, das bin ich. Ich bin sie, Abby. Ich bin Künstlerin und ich stehe auf Fisch und meine Hemden sind alle länger. Das hier bin ich nicht. Das hier bin ich. Du hast Ilana gespielt, um hier für sie zu arbeiten? Technisch gesehen war das der ungefähre Ablauf. Das kann nicht sein. Die Abby, von der du mir erzählt hast, würde sowas nie tun. Doch würde sie, denn ich tue es ja für meine beste Freundin. Ich weiß nicht, was abstoßender ist. Wie dreist du mich heute belogen hast oder dein Versuch, den Laden zu verarschen. Das ist ein Ort des Vertrauens. Mit den Worten von Fish. Deduct the carrots from your pay. You worthless, swampy fool. Kevin, ich liebe den Song. Alle 46 Minuten davon. Die Idee mit den Schamlippen war doch super. Ja, ganz toll. Das ist unser Vertrag für die Ewigkeit. Mit dem eindeutigen Verbot, die Schichten auf andere zu übertragen. Das Kleingedruckte ist mir wohl entgangen. Ach da, okay. Na komm. Entschuldigung, aber stillen Sie das Baby? Dank unserer Co-op-Produkte bin ich auch in meinen hohen 50er noch fruchtbar. Und darüber hinaus. Total beeindruckend. Schmier mir keinen Honig ums Maul, ich bin Veganerin. Alles klar. Ihr seid SBs. Scheiß Zweibeiner. Und die gehören auf die Müllinsel. Niemand auf der Welt gehört auf die Müllinsel. Wir als Gesellschaft. Hör doch auf, ich kenne Typen wie euch. Ihr tut und redet so, als wärt ihr alle ganz umweltbewusst. Und dann sehe ich euch mit euren Kaffeebechern auf der Straße und euren billigen Takeaways. Ihr seid selbst die Müllinsel. Und ihr seid hiermit offiziell von der Co-op verbannt. Für immer. Na und? Die neue Bushwick Co-op ist eh besser, habe ich gehört. Alle Co-ops gehören zusammen. Und wir arbeiten mit dem Sicherheitsdienst von Whole Foods. So sieht's aus. Für euch zwei heißt es ab jetzt fettigen Imbissfraß und billige Discounter-Möhren für den Rest eures verdammt kurzen Lebens. Jetzt verpisst euch hier! Ist ja gut. Ihr Fleischfresser! Verschwindet! Oh, Robert. Trink weiter. Und dann hat er ihr noch Wasser für ihre Cranberry-Pillen geholt wegen ihrer Blasenentzündung. Und Eifersucht ist kein Ding. Hey, wenn du was liebst, dann musst du es mit anderen Menschen Sex haben lassen. Und wenn es dann zu dir zurückkommt, gut, denn dann darfst du auch mit anderen rumvögeln. Die Version kenne ich noch gar nicht. Klingt gut. Mein ganzer Arm tut weh. Bist du nicht schon längst infiziert mit HPV? Natürlich habe ich HPV-Viren. Es wäre mir fast schon peinlich, nach all dem nicht positiv zu sein. Ja, logisch. Und auch wenn es vielleicht sinnlos scheint,
ist das gut gegen Genitalwarzen. Weißt du, es ist okay, was da mit Craig war. Also ja, wir hatten eine Ebene. Und ja, er war eine verdammt heiße Schnitte. Ja. Ja, und er mochte irgendwie auch Abby. Es hat nicht geklappt, aber mit einem hatte er recht. Rift ist ohne Wenn und Aber das beste Fish-Album. Studio-Album jedenfalls. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, ich habe noch nie einen Fish-Song gehört. Was? Denn ich dachte, Fish schreibt sich mit F. Ja, ist wahr. Nein. Aber ich habe das Gefühl, jetzt weiß ich's. Die singen doch irgendwie so. Dollar for your problem, boy. White dirty having fun in the air. Nein. Nein, dude. Ja, das jetzt schon eher. She said she don't wanna go downtown. She wanna stay on the farm. Yeah.